Greenpeace, Leute, was geht ab? Hier ist euer Bus- und Bahnexperte. Ich bin gerade an der Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof Osteingang. Ja, die Haltestelle wurde hier verlegt, weil wegen die Baustelle hier, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund der Straßenbauarbeiten wird die Haltestelle von Montag, dem 25.10. bis ca. 7 Uhr bis voraussichtlich April ca. 30 Meter zu Hausnummer 21 verlegt. Wir bitten um Ihr Verständnis, Ihre Duisburger Verkehrsgesellschaft. Ja, dahin kommt gerade der 928 Richtung Richtung Winkelhaus Buchstraße. Und da fahre ich ja nicht. Ich laufe jetzt bis zur Neue Fruchtstraße zu 934 und steige dort in den Bus ein. Ja, und dann mal gucken. Weil ich will gerne mit dem neuen Elektrobus fahren. Da ist ja nur 28, wir laufen zu 934, neue Fruchtscheiße, ich warte so lange die ganze Zeit auf den Bus 134, aber der kommt ja nicht. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich an der Neue Fruchtstraße und steigt dort in den Bus ein. Ja, Schienenersatzverkehr. Hier hält der RE5 und RE49 Richtung Dietzlaken. Da, 13:34 Uhr. Um 15 Uhr, ja, kann schon fast in der Rede, um 15 Uhr fahre ich bis nach Dings, bis nach Neudorfer Markt und steige dort in den Bus ein. Ich habe extra Monatskarte. Geil, Monatskarte. Ja, es war ja so, dass halt über 32 gekündigt wurden. Ja, ich hoffe, ich bekomme den Bus ja auch jetzt. 35. Wenn ich den Bus verpasse, dann wäre es scheiße, Alter. Dann wäre es so scheiße. Müsste ich halbe Stunde wieder warten. Kein Bock. Ja, ich habe auch etwas Knieschmerzen, aber ist normal. Bin jetzt auch etwas emo geworden. Ich hoffe, ihr weißt, was emo ist. Ich will gerade hier. Hallo. Ihr sieht man mich vor der Kamera. Ja, ich hoffe, ich krieg den Bus 934. Der müsste jetzt kommen, der Bus. Ich fahre hier so durch die Gegend, ich fahre eine Haltestelle bis zur Hauptbahnhof Osteingang, steige dort aus, da will ich euch so zeigen, weil der Geiz ist ja nur 26, fährt hier sonntags gar nicht. Ja, macht da 38, kommt gleich. 38. Ich melde mich gleich, wenn ich im Bus bin. Bis gleich. So, Leute, der Bus kommt gerade. Dahin kommt der, warte. Da hinten kommt der Bus. Sehr schön. Ich melde mich gleich, wenn ich im Bus drin bin. Bis gleich.
glaube, ich bin im Bus. 34. Eine Haltestelle fahre ich ja nur. Einen neuen Elektrobus. Sehr schön. Duisburg Hauptbahnhof Osteingang. Ich fahre jetzt bis an Duisburg Hauptbahnhof Osteingang. Steige dort aus. Dann mal gucken. Also wir steigen Hauptbahnhof Osteingang aus. Dann mal gucken. Und ja, wie geht's euch denn? Mir geht's gut. Wie gesagt, ich bin ja im Bus. Mit neuen Elektro-Bus. Jetzt weiter bis nach Kasterfeld am Unkelstein. Schöner Bus. So hört er sich an. Nein, halt. Dings aus ist. Ja. Wenn er steht. Aber sauber und mit Öko und kostenlose WLAN. Ja. Ist auch sehr schöner Bus, muss er ehrlich sagen. Das ist wirklich ein sehr schöner Bus. Fährt jetzt weiter. Tschüss, Boss. Und ja, ich melde mich gleich irgendwann mal. Da ist ja nur 23, Scheiße. Ja, geil, hab den Bus verpasst. Mann, egal, ich laufe jetzt. Scheiße, ich hab den Bus verpasst, ich bin doch 21. Mann, ey. Come on. Warum heute? Leute, die haben die Fahrpläne umgedreht. Geil, die haben einfach alle Fahrpläne umgedreht. Schön, habe ich gerade gesehen. Scheiße, Bus verpasst. Ah, come on, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja, da ist der Bus. Der ist verpasst. Geil. Kann doch nicht wahr sein. Warum verpasse ich auch in dem Moment den Bus? Mann. Oh, da kommt der 33 Richtung Neuenkamp. Auch schöner Bus, ne? C2 sind extrem schöne Busse. Da kommt der 26, jawohl. Mal 20 nach Hauptbahnhof. Aber mit dem muss ich nicht. Auch nicht mit dem 926. Wir gehen mal jetzt für die Fahrpläne. Und ja.
Die Ampel könnte auch mal schneller grün werden. Wäre auch schön, wenn die Ampel mal schneller grün geht. Wäre extrem schön, wenn die Ampel noch schneller grün wird. Dann kommt der Nummer 20, der hat jetzt Pause. Ich hoffe, oh, die Ampel ist grün, sauber. Nummer 20 hat jetzt Pause, fährt jetzt einen Pausenplatz. Auch ein schöner Bus. Auch ein C2, den wir auch gerade gesehen haben, beim 933. Gucken jetzt mal im Fahrplan, wann die Busse kommen. Sonntags. Und viel Lärm kommt er noch Richtung Sportpark. Alles klar, Sonntag fährt er überhaupt nicht. 28. Ja. Und 28, alle halbe Stunde. Ja. Er fährt auch alle halbe Stunde. 933. Ja, ich kenne mich halb Duisburg aus. Also bin ja auch mit der. Mit dem Bus gefahren. Ja, gestern hat die MSV gespielt. Ich gestern 2-0 haben die ja gewonnen, die Duisburger MSV. 2-0. Der Nord 34E 09. 13.09.24 von Montag bis Freitag. 934E Richtung Universität Lotharstraße um 7.56 Uhr. 934 kommt um 17 und aber um 47. Der kommt gleich. Der müsste jetzt gleich kommen. Der müsste gleich kommen. Ich hoffe mal, dass der kommt. Ja, die DVG so gerade da Bus und Bahnfahrer. Das ist der falsche Bus. In 2 Minuten kommt der 934 Richtung Großen Baum. Das ist der falsche Bus. Ist der falsche Bus. Falls ihr euch bewerben wollt bei der DVG, dann schreibt www.dvg-duisburg.de/karriere. Da könnt ihr euch bewerben. Fährt jetzt weiter. Tschüss, Bus. Bus fährt. Ich bin heute jetzt schon 4-mal mit dem Elektrobus gefahren. 4-mal. Oh, meine Monatskarte. Monatskarte rausgeholt. Ach, da hinten steht der schon. Da hinten steht der nur. Bis nach Bissingen. Dorfplatz. Warum kommt der denn jetzt? Ich
Nein, das ist ja nicht ein bisschen ein Dorfplatz. Welcher Bus ist dahinter? 9:34. Warum denn? Sie dauert sie zwei, hä? So. Zwischen 34. Alle 9:28. Fahrerbett oder Haltestelle Koloniestraße steigt dort aus. Ja. Eigentlich wollte ich die Reisbahn fahren. Ich wollte folgen. Was ich mache, nicht verstehe. Das ist Kolonie-Straße. Dann gut der 20. Ich bin keine Ahnung. Ich bin unterwegs getroffen. Das ist total lausig. Wir steigen von der Straße aus und laufen dann zurück. Geil. Alte Schanze. Ich bin ein bisschen sportlich. Hier fährt der Nord 34er lang. Ich ja die 50 Abonnenten erreicht habe. Da bin ich ja mit dem Bus von Koloniestraße bis der Hauptbahnhof Osteingang gefahren. War ja fast eine Stunde. Nächste Haltestelle in der Linkstraße steigen wir aus und erreichen hoffentlich erreichen wir dann den Bus Richtung Hauptbahnhof Osteingang Nummer 34. Koloniestraße. Genau, 34. Richtung großen Baum. Tschüss, Boss. Zack. Dame sein. Das ist ja auf die andere Straßenseite wegen der Ersatzhaltestelle. Weil der Nord 34 fährt jetzt auch ab. Der Nord 28. Tschüss, Bus. Ja. Wir laufen zu der Ampel. Ich hoffe, wir kriegen den Bus noch. Ich habe keine Lust zu warten.
Speicher. Da hinten kommt ein Bus. Nord 28. Ist der Kuhtor. Mein Papa hat den nochmal zurück. Da muss ich so lange auf den Bus warten. Hier. Dann sofort wieder zurückfahren. Dann geht's nach Hause. Ich weiß ja natürlich auch nicht, wann der 934 kommt. Kommt der sonntags alle halbe Stunde. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr. Gucken wir mal. Wir haben 56. Man kann ja auch gerne warten bis 5 nach. Und dann fahren wir alle. Nee, warte, wir fahren doch lieber mit dem Bus. So, 28. Das ist ja Duisburg Hauptbahnhof. Ich will doch lieber nicht gefahren bis zum Hauptbahnhof. Richtig
fleißig am Arbeiten am Hauptbahnhof Osteingang. Ja, ich bin jetzt öfters in Stadtmitte. Ja, seitdem ich Monatskarte habe, bin ich jetzt öfters in Stadtmitte. So bin ich auch mein Schuppenticket habe, bin ich auch trotzdem öfters in Stadtmitte. Grüße an dich. Und ja, fahren jetzt mit der U-Bahn. Eine Haltestelle habe ich irgendwie Bock drauf. Und dann, ja, mal gucken. Weil das dauert noch, bis der 934 kommt. Deswegen fahre ich jetzt mit der U-Bahn. Zwei Haltestellen und dann wieder zurück. Ja, in 9 Minuten wäre eigentlich hier waren, ne? Deswegen ist ja aber gut. Wenn man mit der U-Bahn fährt, nach keine Ahnung wohin, wenn man Langeweile hat, fährt man immer mit der Bahn. Ne, ich habe auch Langeweile. Deswegen fahre ich ja mit der Bahn. Zum Glück habe ich eine Monatskarte, die für diesen Monat gültig ist. Und am Montag hole ich mein Schokoticket. Erzähle ich auch den Grund, warum. Erzähle ich euch im späteren Vlog, warum ich ein Schokoticket bekomme. Ja, die U-Bahn kommt in 6 Minuten, Alter. Der Duisburger Hauptbahnhof.
Wir haben fast die 200 Abonnenten erreicht, Leute. Wenn nicht mehr viele, dann haben wir die 200 Abonnenten erreicht. Ja. Auf jeden Fall, Leute, wenn ich mein Schoko-Ticket habe, erkläre ich auch irgendwann später. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, kommt eine Überraschung. Wenn ich mein Schoko-Ticket habe, kommt eine Überraschung. Weil mit dem Schoko-Ticket darf man ja ganz VRR-Gebiet fahren. Und dann kommt ein krasses. Wir werden in meine Vlogs immer krasser. Und ja, warte gerade immer noch auf der U-Bahn. Wird es dann immer krasser. Ja, wenn ich mein Schokotiger habe, würde ich halt ganz VRRB, darf man ja damit fahren. Und dann fahre ich halt auch in eine andere Städte. Vielleicht auch mal nach Wuppertal, um mit der neuen Schwebebahn zu fahren. Und ja. In 2 Minuten kommt die auf Gleis 1 Richtung Meiderich Bahnhof. Ich muss jetzt gleich kommen. 14:08. Ja. Auf nach Hin- und Rückweg. Also der Hin schaffen wir. Da müsst ihr euch bewerben, wenn ihr Bus- oder Bahnfahrer sein möchtet. Weil die suchen momentan. Weil deswegen kommen hier auf, werden auch Straßenbahnen entfallen, so wie Busse. Gestern, wo ich nach Hause fahren wollte, von Meiderich bis nach Stadtmitte erstmal mit der Bahn, 30 Minuten Verspätung. Und ja, 30 Minuten Verspätung, und wurden dauernd Züge aus den Bahnen ausgefahren. Und so, ja. Und deswegen. Auch wegen so ein Verkehrs aufkommen.
Rheinhausen Markt. Markt. Reitröchenstraße. Ja, die DVD hat auch mal einen Aufzug. Festnummer. War ja jahrelang außer Betrieb. Aber jetzt ist halt nicht mehr außer Betrieb. Der Aufzug. Bin im Düssern. War ja jahrelang außer Betrieb, der Aufzug. Tür schließt. Hab ich mal wieder fest. Also Baujahr 2019, 13 Personen können ja nicht sein, aber momentan wegen Corona können nur eine komplette Familie mit dem Aufzug fahren. Also ein Familienmitglied. Tür öffnet. Abwärtsfahrt. Ja. Schöner Aufzug. Ja. Ich soll ehrlich sagen, in 5 Minuten kommt die Bahn, deswegen muss ich jetzt schnell mich beeilen, wenn ich die Bahn verpasse. Ich möchte nicht die Bahn verpassen. Spazieren. Also ich bin halt von über den Park bis Rheinhausenmarkt gelaufen und ja, gelaufen. So. Düssern U-Bahnhof. Bis Dortmund Winkeln fahren oder bis nach Dortmund Derna sowie Sitten Lembeck Rade Haminken Dingen Emmerich Eltern Kleve Kaldenkirchen Mark, Mönchengladbach Hertha, Mönchengladbach Gennhausen, Riemersdorf, Römerskirche,
Dormagen, Chemiepark, Schempark, Langefeld, Rheinland. Bis nach Solingen Hauptbahnhof. Hummelhohl, Hörahol, Limmenburg, Hagen, Hagen Hauptbahnhof, Dorgenalp, Peck Süd. Also dort darf ich da nicht über Hund treiben vorher, ja. Sonst weiter nicht, da sieht man auch, wo ich mich über Hund treiben darf. Die Bahn kommt. Die Straßenbahn kommt. Juhu. Und so auf die Köln. Und tschüss, Düsseldorf U-Bahnhof. Jetzt wieder zurück nach Duisburg Hauptbahnhof. Beichten. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich weiß das nicht, ob ich das sagen kann überhaupt. Das ist momentan. Vorher kam ja sehr selten Vlogs. Ja, als sehr selten Vlogs kam. Und ja. Ich muss euch halt was beichten. Und zwar hatte ich einmal mal, habe ich mal übers Wochenende lang eine Aktion gehabt. Da bin ich schwarz gefahren. Gefahren. Also muss man so sagen überhaupt, dass ich halt schwarz gefahren bin, wo ich noch Einzeltickets kaufen musste. Also ich hatte ein Vierer-Ticket gekauft. Da bin ich komplett schwarz gefahren. Ich hoffe, ihr seid, ihr verzeiht mir und seid nicht böse. Deswegen
falls ein DVG-Mitarbeiter guckt das Video. Tut mir sehr leid. Der ist schwer zu verwirren. Weil der Obsession hat. Also will ich nicht genauer sagen, warum die Obsession hat, das privat halt. Will ich nicht so sagen, öffentlich und so. Ist halt privat. Egal. Tut mir leid, Leute. Und liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der DVG, liebe Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen, liebe Kontrolleure und Kontrolleuren der DVG, tut mir leid. Also, dass ich öfters passiert, also schon zwei, drei Mal passiert. Jetzt wieder Alter, du bist doch noch schneller dran. Das ist ja nur 30. So. Der ist mit 30, Alter, der ist so weit mit dem Also mein Name ist Lukas, bin 17 Jahre alt, wohne in Duisburg-Rheinhausen und fahre gerne mit Bus und Bahn. Ja, mach gerade auch Kaffee und was. Ja, mach ich. Ich bin jetzt gerade an der Bushaltestelle und warte gerade auf den Bus. Ja. An der Duisburger Hauptbahnhof. Also ich fahre nur bis links Koloniestraße, weil fahren wir dann mal 35, wir kommen in 22 Minuten. In 22 Minuten kommt der Bus. Ja, in 22 Minuten. Also ich merke mich gleich, wenn der Bus fährt. Ich bin gleich. Thank you.
Also 934 in 48 Minuten. Leute, was ist das? Runter. Ja, einzig nur mit Maske und 3G. Schreiben Sie bei uns ein als Bus- oder Bahnfahrer. Bewerben Sie sich jetzt unter www.dvg-duisburg.de/karriere. Da müsst ihr euch bewerben. Falls ihr Bus- oder Bahnfahrer werden wollt.